Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Genau, wir haben heute wieder mal einen neuen True Passion am Start. Irgendwie wird das jetzt langsam zur Lieblingsmarke, oder? Ich glaube, mit True Passion haben wir jetzt so langsam unsere Chaos-Tracker eingeholt, oder? Das kann sein. Schaut doch mal in der Playlist einfach vorbei, dann könnt ihr auch mal gucken, wie viele Videos wir da schon gemacht haben. Ja, heute geht es um den True Passion Wild Water. Habt ihr ja bestimmt im Intro gerade gesehen. Ja, True Passion typisch. 200 Gramm, 16,90 Euro. Gucken wir uns mal den Schnitt an. Auch True Passion typisch. Ja, den Schnitt, wie ihr sehen könnt, hat True Passion irgendwie noch nicht so ganz raus. Also ein paar gröbere Ästchen und Stückchen sind drin. Die Molasse ist relativ gut eingezogen. Und man kann easy damit einen Kopf bauen. Also ist nicht so schlimm. Aber er könnte ruhig ein bisschen feiner sein. Finde ich. Wobei True Passion den groben Schnitt eigentlich mit Geschmack so wieder ausgleicht. Also war jetzt noch nicht, dass ich gemerkt habe, okay, durch den Schnitt haben wir irgendwelche Abzüge. Ist natürlich beim Kopfbau dann so ein bisschen komisch, aber fällt halt nichts durch. Ja. Ihr habt keine Tabakstücke unten dann in der Bowl drin. Also von daher passt es eigentlich. Ja, bei dem Wild Water handelt es sich um einen Wassermelonen-Bärenmix-Tabak. Sieht man auch so ganz verschwommen hier unten noch drauf. Wenn man genau hinschaut, erkennt man es. Also wenn man die Augen so verzieht, dann sieht man nichts. Ja, kommen wir gleich mal zum Geruch. Oh, riecht halt einfach mega fruchtig, super lecker. Ja, man riecht halt wirklich ganz deutlich eine Wassermelone und auch diesen Beerenmix. Als wir den im Laia-Shop gekauft haben, meinte der Verkäufer zu uns, dass es wirklich 1:1 der Wildberry Chill sein soll, zumindest halt geschmacklich. Ja, geruchlich kann ich auch gar nichts weiter dazu sagen. Man riecht halt wirklich Wassermelone, Beerenmix, sehr fruchtig, sehr angenehm und halt eine schön frische Menthol-Minznote. Wie ist es denn im Geschmack? Hat man dann wirklich das Gefühl, dass es der Wildberry Chill sein könnte? Ja, also geschmacklich, Leute. Wie Adi gerade gesagt hat, mit der Mentholnote wird hier echt nicht gespart. Also beim tiefen Einziehen ist das Erste, was ihr merkt, diese brutale Frische, finde ich. Also definitiv nichts für Shisha-Anfänger, aber so erfahrene Leute werden hier auf ihre Kosten kommen, weil das ist wirklich eine echt gut abgestimmte Mentholnote. Sie ist nicht so stark, dass man jetzt fast vom Husten ist, aber sie ist so stark, als würde man halt so ein paar Airwaves oder Fisherman's Friend hinterwerfen. Aber das ist wirklich schön kühl. Und ihr merkt trotzdem noch die gesamte Fruchtmixtur da drin. Also es ist nicht so, dass die Mentholnote wirklich alles überdeckt. Man merkt hier eine frische Wassermelone, wie ich finde. Und so einen leckeren Beerenmix, der sich für mich so auf irgendwie so Himbeere, sowas irgendwie abdriftet. Also es ist keine klare Blaubeernote für mich zu schmecken. Es ist wirklich mehr so Richtung Himbeere, Erdbeere, sowas irgendwie. Süßlicher. Süßlich. Also ich finde, der kommt auf jeden Fall auch sehr gut an den Wildberry Chill ran. Also wirklich super lecker. Am Anfang, ja, lasst euch davon nicht abschrecken. Am Anfang ist er wirklich erstmal brutal kalt, aber ein paar Mal anziehen oder ja, einfach eine Weile warten, dann legt sich diese Mentholnote und ihr habt halt wirklich diesen richtig geilen Bärenmix. Ja, überzeugt mich. Finde ich echt super lecker. Überzeugt mich auch vollends. Also wirklich, Wildberry Chill haben wir richtig abgefeiert. In einer Bar in Berlin, wenn ihr das Smoke kennt, ist in Charlottenburg. Da haben die auch ganz viele Social Smoke Sorten und eben auch diesen Wildberry Chill. Da haben wir den zum ersten Mal geraucht und fanden ihn einfach hammergeil. Und jetzt mit dieser, sag ich mal, günstigen Alternative zum Social Smoke. Ihr habt hier 200 Gramm für einfach mal die Hälfte. Also Social kostet, glaube ich, 32, 33 Euro. Könnt ihr euch mit True Passion sparen, weil er kommt da wirklich sehr, sehr nah ran. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, es ist exakt die gleiche Note, das nicht. Aber es ist total lecker und kommt da sehr nah ran. Ich finde ihn deshalb auch besser, weil er günstiger ist und auch mega gut schmeckt. Ihr kommt halt wirklich voll auf eure Kosten. Und ja, vielleicht habt ihr es selber schon gemerkt, True Passion startet jetzt halt nochmal richtig durch. Mhm. Die haben jetzt auch noch eine
ja, so eine Sparte, sag ich mal. Ja, sie haben jetzt zwei Tabak-Line. Ich zeige euch das mal. Und von daher, die haben halt gerade ein riesengroßes Angebot und ja, wir sind da auf jeden Fall auch mal mit dabei, neue Sachen auszuprobieren, weil ja, bis jetzt kommen wir damit eigentlich ganz gut durch. Ja, das stimmt. Anfänglich war, wie gesagt, der True Passion für uns immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil eine sehr starke Grundtabaknote mal zu schmecken war. Das, finde ich, hat sich mit der neuen Produktion jetzt so zweite Hälfte 2017 wirklich gelegt. Ja. Man merkt gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr davon und hat einfach vollmundige, wirklich fruchtige Geschmäcker dabei. Top. Kann man nur sagen, viel mehr von True Passion wünsche ich mir. Ja, so. Rauchtechnisch, ja, brauchen wir auch nichts zu sagen. Der geht gut ab, qualmt ordentlich. Rauchringe gehen auch klar. Gar kein Problem. Und ja, der hält auf jeden Fall auch bis zum Ende seinen Geschmack. Also könnt ihr wirklich die gesamte Shisha über genießen. Und das finde ich halt auch wieder mega gut, weil der Wildberry Chill war halt auch so. Den haben wir gefühlt zweieinhalb Stunden oder so geraucht mit dem gleichen Kopf. Und es war halt auch vom Geschmack her einfach immer noch genauso intensiv. Und ja, auch die Mentholnote, wo wir sonst oft sagen, die Mentholnote lässt nach. Sie lässt nach den ersten 10 Minuten nach, aber danach ist sie fast konstant. Ja. Und das finde ich richtig Hammer. Halt sehr erfrischend. Den würden wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Also dafür haben wir definitiv eine Probier- und Kaufempfehlung raus. Gönnt euch den, wenn ihr so auf, wenn ihr den Wildberry Chill auch schon mal probiert habt, wenn ihr den kennt. Und ja, ich würde fast meinen, dass ich euch versprechen kann, dass ihr den genauso feiern werdet wie wir, weil er halt einfach unerreichbar lecker ist. Ja. Er ist wirklich, kann ich nicht anders sagen, super geil. Killer! Ja. Setup ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr wissen wollt, mit welcher Pfeife wir brauchen, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da habt ihr eigentlich nochmal alle wichtigen Informationen drin. Und ja. Ich mache hier so den Flugbegleiter. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Wir danken fürs Einschalten, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, das würde uns freuen. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch hier unten kostenlos. Drückt auch auf das kleine Glöckchen, dann werdet ihr informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn ihr gerade Bock habt, irgendwie Social Media abzuchecken, dann guckt doch auch gerne mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Hier unten eingeblendet. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Guten Rauch, guten Geschmack. Wir sind damit raus. Euer Shishoti. Ciao. Macht's gut. Yeah. Boah, Mann. Eine flüssige Atmo, so ohne Fast. Richtig gut. Ohne tausende Katzen. Er stellt Profis am Werk. Wir könnten noch ein paar Worte darüber verlieren, dass wir jetzt 200 Abos haben. Sind wir jetzt bei 200? Wir haben jetzt 200 Abos. Nice, Leute, wir haben es geschafft. 200 Abos. Danke euch natürlich. Ihr seid die, die uns gucken und abonniert haben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns wirklich sehr. Jede 100er Stufe ist viel wert für uns. Oh, und ja. Wir sind Road to 1K. Irgendwann mal. In naher Zukunft. Also dafür halt wirklich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch als Community. Gerade auch die Kommentarbox wurde einfach, ja, bei manchen Videos einfach komplett geraped. Also das ist einfach mega cool, dass ihr halt mittlerweile ziemlich viel schreibt, dass ihr uns Vorschläge macht, was wir noch probieren können. Oder generell, wenn wir eine Pfeife vorstellen, auch dazu ja, einfach Fragen stellt, ob ihr euch die holen solltet oder welche Pfeife wir halt am besten finden. Und ja. Haben da auch schon ein paar Leute, die sich dann eine Pfeife gegönnt haben und auch sehr zufrieden damit sind. Also Grüße gehen raus, macht weiter so. Wir sind auf jeden Fall ja, gespannt und freuen uns natürlich drauf, wenn wir was von euch lesen und euch irgendwie weiterhelfen können. Auf jeden Fall. Ende. Ende. Ciao. Ciao. Tschüss. Genauso.